Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tag 3 des European Collaboration Summits. Es ist ein bisschen schlechtes Wetter hier, aber wir wollen ja auch rein in die Messehalle. Wir haben wieder tolle Sessions, die wir uns angucken werden, Keynotes, wir haben tolle Interviewgäste. Und ja, schauen wir einfach mal, was der Tag heute uns bringt. Kommt mit rein. Vielleicht für die, die jetzt zuschauen und dich nicht kennen, Michael, stell dich doch mal ganz vor. Die Leute, die mich nicht kennen, die Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, sind vielleicht ganz andere, die Leute in England machen, die Leute in Frankreich machen und die Leute in Italien machen. Und von diesem, sag mal, internationalen Austausch wollen wir eigentlich profitieren, weil die Community ist nun mal größer und sie ist eigentlich global. Exciting to be in Germany. It's a beautiful country and everybody is so welcoming. And I think everybody here at this event is just so happy to be in person. Yeah, women in teams. And I'm very interested in this community. So it's really cool because every month we get together, we have a call on the Microsoft Teams team that shares what she's working on and a little bit about the team. And yeah. How can they find you? So it's aka.ms women in teams. So, ich habe das nächste Opfer gefunden. Nein. Aber wir machen einfach mehr Text und was wir haben, haben wir dann zu verarbeiten. Macht es zwar nicht leichter, ne, Katharina? Alles zu verarbeiten, alles nochmal zu hören. Welchen Schnitt nehmen wir raus? Was wir ganz oft gesehen haben in letzter Zeit, ist einfach, dass Teams sich wirklich zu diesem Hub und nicht nur für Collaboration entwickelt, sondern für eigentlich alles, was rund um Microsoft-Technologie passiert. I've done it also with my Oculus. I've been there at. What's more? This is an amazing question, Alex, because what's going to happen is we're going to need the help of the MVP community. We all have different needs and we all have different ways of communicating, so this is a great way to do it. And educate people on this since it is the future and the new technologies we're using. Ja, das war unser Tag 3 Review vom Collaboration Summit. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg nach Hause. Es geht los. Wir haben ganz tolle Leute getroffen, ganz tolle Interviews geführt. Und wir werden auf jeden Fall berichten. Bleibt hier auf dem Kanal, abonniert den Kanal, dann werdet ihr auch die Interviews in voller Länge wieder sehen können. Und natürlich schaut immer gerne dabei rein. Donnerstagabend, 21 Uhr, Alex und Ragnar, werden wir diese Woche auch ein bisschen was bringen. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao.